Jo, ladies and gentlemen, sind wir wieder retour und der erste richtige Bosskampf geht los. Achso, da muss ich jetzt wieder nach vorne laufen. Okay. Ich glaube, er ist nicht allzu schwer. Hoffentlich, schauen wir mal. Als Ritter war er doch ein bisschen besser von der Stats her. Ah ja. ...4000 Seelen habe ich auch noch. Hoffe, ich stirb nicht. Ei. Das Einzige, was ist, er vereist mich. Weil er irgendwie aus Kälte besteht oder so. Keine Ahnung, wo der Feuer natürlich dann eh nicht schlecht ist. Wow! Sagt einfach immer noch zu ihm hin und draufhauen, was geht. Und da weg vielleicht, glaube ich. Wow! Ah, da müssen wir weg. Drängen wir lieber was. Erfrierung, schlecht. Alter! Wow! Alter Schwede! Na! Das gibt's ja! Ich hab's da drungen, die Brandbombe geschmissen. Na! Ah. Also, ihr habt's gesehen, er ist nicht so schwer. Ja, verdammt! Ah, falsches Ding, leicht für einen oder zu. Ja gut, ich mach dann Cut, bis gleich. Jo Leute, wieder retour, Try Number 2. Meine Seelen gleich holen da verdammt. Okay, schauen wir mal, ob es jetzt besser rennt. Ich glaube, ich habe den ein wenig unterschätzt. Bah! Ich bin schlecht unterwegs da. Ich muss weg von ihm da vorne. Immer auf den Pop schauen. Ich werde jetzt nicht so viel reden da, damit ich mir mal. Wow! Trink, mein Freund, trink dich schön. Wow. Okay, also das geht. Aha, das ist interessant. Alter, was ist denn mit mir los? Verdammt, voll schlecht. Das gibt's ja nicht. Hey, Alter. Der schaffe ich den jetzt nicht, oder was? Das ist ja nicht der Ernst. Weiß ich gar nichts. Ich brauche Ausdauer, verdammt. Wow! So wie jetzt, oder? Wow! Okay. Also bei dem Boss immer bei ihm noch bleiben. Das ist eigentlich ein Fisch. Mit einer halbwegs einer Ausrüstung. Und die Glut haben wir auch wieder hergestellt. Ausgezeichnet. Ah, ja. Ja, gar nicht so viel Seelen geben. 3000 nur. Pff, ist ein wenig schwach irgendwie. Da gehe ich noch nicht weiter. Möchte zuerst meine Seelen ausgeben. Mal schauen, was man sich mit denen leisten. Ein paar Level-Ups einfach.
Ah ja, genau, als Schwert mit man auch wird noch plus 2. Hallo Leute, Pfeile möchte ich mir auch kaufen, genau. Man kann nur 99 Pfeile mitnehmen, von einer Sorte. Ist ein bisschen schlecht. Okay. Weil, ich glaube, in den anderen Spielen hat man sich die 999 mitnehmen können. 5 Seelen. Nehmen wir sie dann mal 50 mit, weil. Die kostet, das kostet ja gar nichts. Nehmen wir 85. Die sind ein wenig teuer. Also, das sind Holzbolzen, kann ich nicht nehmen. Sonst kommt man sich, was kommt man sich noch kaufen? Seelenpfeil. Kommt man eigentlich auch mal probieren. Ich meine, das bringt mir nicht viel. Aber ich hätte zumindest hätte ich was zum Schießen, aber ich glaube, da sind Pfeile gescheiter in meinem Fall. Mal schauen. Eine Zauberei möchte ich eigentlich nicht, weiß gut wie investieren. Weiß nicht, ob man später mal braucht. 4 Level können wir machen. Machen wir 3 Vitalität. Naja, machen wir immer runde Zahlen. Ein Level könnte man aber eh noch machen, sicher gerade. Machen wir 15 und 12. Müssen wir noch schnell Seelen verbraten da. Ich hoffe, ich habe noch welche. Habe ich da noch was? Ah, verdammt, ich habe gar keine mehr. Konnten auch Glut verkaufen. Das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Glut ist alle cool. Nein. Wurst, Vitalität ist jetzt einmal okay, soweit. Ja, passt. Gehen wir einfach weiter. Ah ja, den einen konnte ich noch probieren. Fällt mir gerade ein. Uchigandamann. Den möchte ich auch noch schnell killen. Ich kriege mal die Seelen so, vielleicht sogar zusammen. Warte mal, wo geht's raus? Da. Ja. Der steht ja auch noch da herum. Und ich werde sehen, der ist immer noch schwierig. Das ist die Nebelwand, keine Ahnung warum die da ist. Der Lanz, glaube ich, oder so, die verschwindet dann auf einmal. Keine Ahnung, ob das irgendein Bug ist oder was. Ich will hier raus. Ich will aus dem Nexus raus. Ja. Den könnte man noch probieren. Ah ja, da sind noch ein paar Sachen, fällt mir gerade ein. Da haben wir noch gar nicht alles gesucht, oder? Da kann man, glaube ich. Da waren wir schon. Aber da kommt man auch noch um mich. Genau, da waren wir nämlich noch nicht. Das sind jetzt eh Pipifax da mit dem. Jawohl. Immer alles absuchen, Leute. Jawohl, Glut, super. Wie gesagt, ohne Glut hat man Pech gehabt. Bezüglich, wenn man mal einen braucht für einen Boss. Und einen Boss, muss ich ehrlich sagen, habe ich glaube ich 20 Mal probiert, dann habe ich mir einen geholt. Mal schauen, wie es da ausschaut, aber der ist einfach verdammt geschissen. Ich werde das dann eh sehen. Ja, probieren wir das so einmal. Vielleicht fällt er auch wieder ein Penner. Ah! Wir machen einfach so. Ah, ja, er saugt extrem an. Okay, es geht. Ich glaube, er ist schaffbar. Oder auch nicht. Blutungsschaden hat er auch noch. Ah, töfte Lebensenergie, Leute. Okay, er ist tot. You died! Gewänder des Meisters und Uchiganda, das ist Gewänder des Meisters, ist glaube ich so eine Zauberergeschichte. Sieht man, da sind schon einige gestorben. Jetzt. Da kommen wir leider nicht rein. Da brauchen wir Turmschlüssel, da können wir sich dann was Cooles holen da drin. Aber da brauchen wir noch 20.000 Seelen. Tja. Mal schauen, ob wir das überhaupt so bald machen. Ost-West-Schild, der ist ziemlich schlecht. Ist glaube ich gegen Magie gut.
könnten wir eigentlich dann noch mehr brauchen, aber naja. Okay, den haben wir killed, dann machen wir noch ein Level Up. Level Up, yeah! Und dann gehen wir weiter in der Story. Jetzt kommen wir in das zweite Gebiet, das ist eh schon um ein Eck anspruchsvoller. Wie gesagt, momentan kommt es mir nicht ganz so schwer vor, weil ich halt schon alles ein wenig kenne da. Mal Kondition zwar. Stärke möchte ich dann extrem pushen, weil wir halt den coolen Schüttern dran können. Aber ich glaube, da brauchen wir Belastbarkeit, müssen die eigentlich auch noch halbwegs pushen. Naja. Welche Level sind wir überhaupt? 17, also eh nix. Ich glaube 110 Level oder 120 gibt es theoretisch. Irgendwie büte mir ein. Da hätte ich schon mal einen finden können. Oh, ich weiß nicht wo. Na okay. Die untoten Knochensplitter sind ja für einen Estus Flask, dass der plus 1 oder der plus 2, also dass er mehr heilt. Irgendwo ist einer, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Bin gerade am Überlegen, ob wir den irgendwo liegen lassen haben da. Da sind wir alles abgerost. Ja, vielleicht findet man den jetzt erst, aber ich glaube, da war schon irgendwo einer gewesen. Irgendwo, so wie wir sehen. Ja, die Aussicht da ist es so geil. So geil. Und man kann dort überall hin, also so viel kann ich jetzt schon versprechen. Die Kathedrale, oh mein Gott, die sich schon da rechts drüben, da kommt man auch hin. Das war, ja, ein wenig anspruchsvoll dann. Darum alles, was irgendwie da so eine bessere Grafik hat, ist halt. Ah ja, den Helm habe ich vorher gefunden bei den Untoten, der ist ein bisschen besser als das Kettenhemd. Blinde Ghule, oder was das sind? Gargoyles. Ich hoffe, da gibt es nicht wieder einen Gargoyle-Boss in dem Spiel. Ich hasse sie. Ja, geil. Einfach nur geil. Die Raben da im Hintergrund haben wir. Leuchtfeuer wieder mal, wie gesagt, großzügig verteilt. Ich finde es okay, bin damit zufrieden, weil die Rennerei, weil ja, ich kann es ja nicht ganz sagen, ob das nicht ein wenig dazugehört, dass der Nervenkitzel ein wenig steigt, weil halt je höher die Bestrafung beim Tod, desto mehr Nervenkitzel hat man. Weil man weiß, wenn man drauf geht, verdammt nochmal, man muss ewig weit rennen. Es ist an der Grenze, sag ich jetzt einmal. Ein Iris-Phantom, den holen wir natürlich nicht. Das sind die, die kooperativ sind und aber mich auch killen können, das wissen viele am Anfang nicht. Okay. Scheiß Hund da. Ah, da kann ich sowieso nicht rein. Hey! Penner. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rein, oder? Oder doch? Na. Na doch. Auf jeden Fall laufen wir da mal in die andere Richtung, da gibt es auch was Cooles. Und von dem abgesehen eine super Aussichtsplattform. Die Hosti Hunde, die sind ein wenig vom Bloodborne übernommen. Das Spiel hat eh vom Bloodborne einige Einflüsse, erstens mal, weil es schneller ist irgendwie. Und es gibt sogar einen coolen Ring, wo man Gesundheit zurückkriegt, wenn man wieder angreift, also wie im Blattbein. Das ist schon geil, oder? Hammer. Was das für komische Maden sind, die da am Boden herumkrebsen? Keine Ahnung. Da lebt noch einer. Grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and to be in your presence is a great. I am Yol of Londor,
somehow I failed to die as was ordered. Hvor drar du sig den i? Okay, det er ikke sigt. My calling, say, champion of Ash. How does the idea of times once a sorcerer? Ja, nehmen wir natürlich. I should be dead. I, yo. Ob der gut oder schlecht ist, das weiß ich noch nicht. Das weiß man eh nie bei den NPCs eigentlich. Ja, es ist so genial. Nachdem ich das Gebiet da unten links, da kommt man auch noch hin. Es hängt ja wieder alles zusammen in dem Spiel, das ist schon gescheit cool. Man ist dann einmal auf der anderen Seite von der Brücken, das war voll der coole Aha-Moment. Ja, man kommt da gar nicht so leicht hier, aber ich hab's natürlich geschafft. Ohne Nachschauen und so weiter. Ja, aber da wäre ich mal in die untote Siedlung. Mal schauen, was da geht. Okay, das Tor haben wir schon aufgemacht. Ja, nächstes Leuchtfeuer. Das ist, ich finde es ein wenig übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Warum es da eins hergemacht haben, ja, keine Ahnung. Es ist teilweise schon wirklich, naja gut, die Stöder, aber man, ja. Vielleicht ein wenig übertrieben mit den Leuchtfeuer. Aber es muss eh nicht bockschwer sein, sage ich zumeist, so wieder die Schwierigkeit, so wieder eigentlich an die Gegner liegen. Und nicht an die Laufdistanzen. Und da wird es eigentlich eh schon definitiv schwieriger. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Bogen ausrüsten kann, ohne dass ich da... Ah, verdammt, da braucht man auch Geschicklichkeit dazu. Okay, da bin ich schon schwer. Da muss ich auf jeden Fall Belastung auch noch erhöhen. Wie viel haben wir da? 70,6, das heißt, ein Punkt werde ich in Belastung einstecken, weil ich mich den Bogen trotzdem dran kann. Genau für solche Sachen dann. Ja. Da mehr Pfeile mäßig. Gewöhnlicher Pfeil, Holzpfeil. Nehmen wir die billigen Holzpfeile, die sind wirklich billig. Und auch schlecht. Okay. Tja. Da ist was versteckt. Und da unten sieht man schon einen dicken beim Feuer. Die sind am Anfang heftig, bis du deppert. Wow. Ah, das haben wir auch noch nicht gehört. Cool. Okay, das brauchen wir gar nicht eigentlich. Aus dem absoluten Notfall einmal möglich. Aber bis jetzt noch nicht einmal ansatzweise in die Richtung kommen, dass man irgendwo was braucht hat. Hier ist schon wieder was. Die sind richtig ungürtig geworden. Die kommen dann später nochmal. Da verflucht man es dann, weil sie relativ stark dann sind auf einmal. Wie gesagt, mit meiner Waffe momentan Langschwert plus 2, es ist ziemlich geil. Tut man sich so gescheit leicht. Wenn man einfach nur einmal hier haben muss. Ach, kann man sogar backsteppen. Jo! Da hört man die Fliegen. Okay, ruckelt's wieder wegen. Kriegen wir 27 Frames zusammen. Also ich im PC 40. Ohne Aufnehmen sowieso 60, aber weiß nicht, was mit Aufnehmen auf sich hat, warum es nicht gescheit geht. Keine Ahnung. Knochen von Loretta. Erinnert sich nicht daran an das Quest? By the way, habe ich da alle Ringe angekriegt überhaupt? Okay. Ja, es hilft eh nichts, ich muss da alles klären, weil da krieg ich glaube ich was. Jetzt hätte ich fast da das Basslauf gemacht. Das Holzfassel da, das will man nicht. Wow. Ah, ich bin zu blöd, genau. Fällt mir gerade ein. Die schwere Rolle ist nicht so das Weine. Man verliert auch extrem viel Ausdauer. Müssen wir den Weg geben. Okay.
Ah, verdammt, jetzt habe ich echt zumindest gezeigt, was da passiert. Ich habe mich verdruckt. Und der Blade kommt. Schlecht für mich. Sieht ein wenig von Demon Soul zu. Der Loch da ganz deppert, wenn er einen killt. Wow, und er ist einfach heftig stark am Anfang. Ich glaube, da werde ich die Flucht antreten. Ah, das Geräusch von dem Penner. Ah, ja, komm her, Dicker, es hilft dir nichts. Er hält einfach verdammt viel aus. Okay, so geht's ganz gut. Naja, man sieht eh, zwei Schläge, Tod, Blutung. Verdammt, die haben wir doch, die haben wir schon. Er legt mich ganz sanft wieder hin. Da hat mir jetzt zum Glück der Ring das Leben gerettet. Man sieht sie schimmelblau. Der Ring, der wo man weniger Schaden nimmt. Und schon wieder. Na, du Arsch. Fast hätte ich ihn geschafft gehabt, verdammt. Ja, der ist einfach schwierig. Verdammt nochmal, verdammt nochmal. So knapp. Ärgert dann. Jetzt ruckelt es wieder wie Hölle. Ich weiß nicht, mit was das zum Tor hat. Da dauert es ein wenig. So, jetzt geht's wieder. Vielleicht wenn er da landet oder was gleich und gleichzeitig schreibt auf der Platte. Keine Ahnung. Ach ja. Ich glaube, ich werde den mit Pfeil und Bogen irgendwo erwetten, hä? Ich mich da rund um den Clan alle wegkriegen, eigentlich. Noch also dann eh relativ einfach. Boah! Was ist das noch einer? Ausdauer habe ich überhaupt keine. Okay. Steht er eh wieder wenigstens beim Feuer. Das sind die anderen Penner natürlich auch alle da. Schreit wie ein Hummer, bevor man ins kochende Wasser schmeißt. Habe ich eh noch nicht da, aber habe ich gehört zumindest. Depperten Dinge dann mal weg. Ich roll die in die Eier! Okay, na da haben wir. Oh! Und schon wieder übersehen, verdammt. Verdammt. Sind wir da? Okay, Seele. Nehmen wir gern mit. Was lässt der fallen? Irgendwie, die lassen verdammt viel fallen, obwohl ich nur 10 Glück habe. Beim Ritter hat man glaube ich noch 8, aber das zahlt sich irgendwie schon aus. Ich bin überlegen, ob ich da nicht was in Glück investiere. Glück ist jetzt wieder dabei. Na! Okay, der war doch einfacher als es ausgeschaut hat. Arbeiterhandschuhe, die können wir dann noch brauchen später mal. Und da haben wir einen Shard. Sehr gut. Estus Flask. Okay. Haben wir da eine? Hab ich gar nicht gesehen. Glut nehmen wir gerne mal mit.
finde es ein cooles Schwert vom Moveset. Also wenn man auch zustechen kann, das braucht man öfter. Das ist ziemlich cool. Na. Wie gesagt, das Langschwert, meine Lieblingswaffe am Anfang noch. Haben wir da noch was da unten? Nein. Ah! Ah ja, genau. Wow! Das wirft wer da mit Scheiße oder was? Da ist ein Geheimgang. Krieger des Sonnenlichts kann man einschwören. Die Estus-Suppe da. Pff. Ich glaube, da fühlt man einfach so eine nur Lebensenergie auf. Die gibt es öfter mal, habe ich schon gesehen. Ist ganz witzig, dass es sowas auch gibt. Ein paar Items. Ja, sonst siehst du eh nichts mehr. Okay. Ich glaube, da ist wieder ein wenig stärkerer Gegner da vorne. Hey! Okay. Naja, meine Waffen ist einfach schon gut auf plus 2 da. Aha! Stirb! Ah, es schaut schon cool aus da. Lichteffekte und so. Ziemlich geiler Scheiß. Gibt's im Delivery was zum Holen, gell? Seelen, mein Freund, Seelen. Bin ich überlegen, ob ich nicht da oben springe. Na! Haha! Da, das ist ja leicht für euch sicher. Da ist schon wieder ein Dicker oben. Ich laufe da jetzt einfach durch, Leute. Ich kann eh noch mal rauf. Ich hol mir das Leichtfeuer. Okay, huh. Wir werden mal gleich rosten, weil es wurscht ist. Und ein paar Level machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis gleich.